Alter! Ey, was ziehst du einfach raus? Ey, echt jetzt? Ey! Darf der das überhaupt? Alter, ich wollte gerade raus. Echt. Mann! Einfach so rausziehen? Mann! Warum müssen die noch dran vorbeiziehen? Warum? Stopp! Ja, auch das gibt es. Und eigentlich hat man das in der Fahrschule gelernt, dass man ja einen Bus, der von der Haltestelle abfährt und schon links setzt, Vorrang zu gewähren hat. Aber es wird nicht gemacht. Warum auch immer? Warum machen das die? Ja, wie in dem Beispiel, vielleicht hat er einfach Termindruck und kommt nicht klar. Aber so ist das manchmal. Manchmal ist das gefühlt so, dass wir Busfahrer zwar links gesetzt haben, aber keiner irgendwie in der Lage ist, mal echt den Bus rauszulassen. Dann fahren die, wumm, noch ein Auto, 20 Autos später. Dann hat auch irgendwann der Busfahrer oder die Busfahrerin mal die Schnauze voll und denkt sich so, ach, jetzt zieh ich raus. Dann bremsen wir praktisch den aus. Macht man. Natürlich sind wir auch drauf geschult, uns vorsichtig in den Verkehr wieder einzufädeln. Natürlich ziehen wir nicht einfach raus und man guckt schon im Spiegel und guckt auf zur Seite, macht Schulterblick, ob da doch ein Auto kommt oder nicht. Aber liebe Pkw-Fahrer, wenn ihr doch seht, dass der Blinker links gesetzt ist, dann lasst uns doch bitte auch hinaus, damit wir dementsprechend flüssig weiterfahren können. Und wenn ihr den Bus dann vielleicht mal 100 oder 200 oder 250 Meter oder auch mal einen Kilometer wieder vor euch habt, die nächste Haltestelle kommt, dann biegt er wieder rechts ab in die Haltestelle rein. Und dann könnt ihr den Bus ja immer noch überholen. Also, es kommt manchmal wirklich zu gefährlichen Situationen. Und geil sind dann auch immer die dann anfangen zu hupen. Man ist vielleicht noch nicht mehr losgefahren. Man hat einfach einen Spiegel linker links gesetzt, um zu gucken. Dann wundern sich die, warum fährt er jetzt nicht los? Manche, die sind auch immer sehr unschlüssig, bremsen, geben aber dann doch wieder Gas. Just im Moment ziehen wir raus und dadurch passieren auch relativ viele Unfälle. Tatsächlich passieren viele Unfälle wirklich beim Verlassen des Bus, der Haltestelle vom Bus, dass die Leute dann auf einmal in der Seite des Busses reinknallen. Das passiert sehr, 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 sehr oft. Viele habt ihr das doch schon selbst miterlebt, dass mit mal ein Pkw in der Seite eines Busses reingeknallt ist. Würde mich interessieren, ob ihr schon mal sowas erlebt habt. Wenn ja, dann schreibt mir doch mal einfach in die Kommentare, wie euer Erlebnis dazu war. Also man lernt es ja doch in der Fahrschule und vielleicht sollte man das nochmal auffrischen und das tue ich hiermit auch. Ein Linienbus ist immer Vorrang zu gewähren. Ihr solltet eben das Abfahren von den Haltestellen tatsächlich ermöglichen. Genauso wie wenn ein Bus mit Warnblinker steht an einer Haltestelle. Ist auf beiden Seiten, egal von welcher Richtung ihr kommt, Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeizufahren und nicht mit 50, 60 Sachen noch vorbeizubrettern, weil ihr wisst nie, der Bus, der steht ja nicht umsonst da mit Warnblinker, ob da vielleicht ein Schulkind auf einmal die Straße überquert, vor oder hinterm Bus. Gerade auch von der Gegenseite kommend ist das natürlich gefährlich. Also, Blinker links, Fahrer guckt im Spiegel, passt sich den Verkehr an, kann er jetzt rausziehen. Wenn gefühlt 20, 30 Autos den Bus einfach nicht rauslassen, tastet sich der Busfahrer natürlich oder die Busfahrerin natürlich vorsichtig hinein, bremst euch im Zweifel aus. Ihr hupt, weil ihr jetzt euch weggedrängt fühlt, aber in der Fahrschule gelernt habt, ja, den Linienbus ist Vorrang zu bewerben. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wer macht denn was falsch? Eigentlich ihr vielleicht. Wenn der Bus sich natürlich irgendwann mal reindrängelt, dann wisst ihr, okay, der kam vielleicht vorher nicht raus, weil ja vielleicht schon 20, 30 Autos ihn überholt haben. Also ich bin ja für ein bisschen mehr gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr und auch das zählt dazu. Und auch wenn ihr auf einmal so ein großes Fahrzeug habt, das vielleicht 30, 40 fährt und ihr eigentlich 50 fahren möchtet, dann habt ihr das aber nicht lange vor euch. Also das müsst ihr mal immer so sehen. Gefährlich finde ich auch immer dann Überholmanöver auf der Landstraße zum Beispiel. Wenn der Bus dann da mit 60, 70 fährt, kommt von hinten einer an, 100 auf der Landstraße für Pkw, zieht raus, guckt nach links, von vorne kommen Autos. Wie oft hat man solche Situationen, dass man denkt so, boah, wenn ich jetzt nicht langsamer werde, dann knallt es gleich. Also wir nehmen dann schon praktisch Rücksicht auf euch. Wenn wir unsere Geschwindigkeit manchmal gar nicht verringern würden, dann wärt ihr frontal meistens in den Vordermann drin. Und das möchte keiner erleben. Platz von Bus Merkel auf dem Kiewer Bahnhof. Linie 6 auf Bus Merkel am Bahnhof. Okay, übernehme.
Das möchte natürlich keiner erleben. Deswegen verringern wir schon die Geschwindigkeit oder bremsen zumindest auch schon manchmal, also dass ich weiß, wie das ist. Bremsen und lassen euch dann rein damit. Und manchmal ist das echt knapp. Dann schneidet ihr noch den Bus. Obwohl ich schon runtergebremst habe, kommen die von der Seite und quetschen sich noch rein, weil von vorne einfach sich verschätzt wurde. Weil so ein Gelenkzug hat ja auch seine 18 Meter. Die Linie 4 von Friedhof Wedel ist am Ball auf. Und der Überholweg ist dann natürlich auch länger, je nach gefahrener Geschwindigkeit. Aber das ist also eine Formel, die bleibt man ja auch in der Fahrschule. Da muss man doch ein bisschen, manchmal ist es auch sinnig, einfach hinter dem Bus zu bleiben, weil er ja sowieso irgendwann wieder rechts eine Haltestelle anfährt. Und dann kann man in Ruhe überholen. Also manchmal diese Fahrmanöver, schon krass. Also wenn du schon von der Vordermann manchmal auch schwäglich schon mit warmem Blick, also mit Lichthupe da entgegenhupt, ziehen die tollen Autofahrer meistens immer noch mit Highspeed dran vorbei. Also ich habe schon Situationen erlebt, da war es verdammt eng. Wirklich verdammt eng, da hat nicht mehr viel gefehlt und das hätte richtig gescheppert, also wirklich böse gescheppert, das passiert leider zu oft. Deswegen ein bisschen gegenseitige Rücksichtnahme betrifft uns Busfahrer ja nicht nur, auch Lkw-Fahrer können davon ein Liedchen singen mit ständigen Überholmanöver. Also nochmal, um das eigentliche Thema zurückzukommen, Blinker links, seht ihr, dass der Bus abfahren möchte, verringert eure Geschwindigkeit, stoppt vielleicht und lasst den Bus einfach rausfädeln. Das macht uns das Leben leichter und euch auch das Leben leichter. So würdet ihr dann irgendwann nicht das Gefühl bekommen, dass der Busfahrer sich, dass der Busfahrer oder die Busfahrerin sich jetzt einfach so reinquetschen und drängeln. Ist ja logisch, weil irgendwann wollen wir auch los, wenn da 30 Autos aneinander vorbeifahren und keiner der in der Lage ist, einfach mal kurz mal innezuhalten und sagen, okay, lass den Bus jetzt raus. Passiert. Also, hat euch dieses Video gefallen, dann wisst ihr wie immer natürlich, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like da, aber kommentiert mit mir, abonniert mich gerne. Weitere tolle Informationen rund um das Thema Fahrgastrecht, Busrecht. Ja, und so könnt ihr auf dem aktuellsten Stand der Dinge bleiben. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Video. Euer Airbus-Fahrer. Tschüssi. So. Jetzt darf ich raus, oder? Ja.